Hallo und willkommen zurück zu RimWorld und wir werden jetzt gucken, dass wir hier die erledigen. Dazu brauchen wir halt ein paar Leute, die jetzt mit Maschinengewehren kämpfen und nicht aktiv irgendwas kaputt schießen, wobei einer hatte davon kein Bein mehr, glaube ich. Der hat nur keine Nase mehr. Der Befürger hat keinen Quetschnarbe, Kurzbogen. Effizienz 0%. Da müssten wir vielleicht sehen reduziert, 75%. Da müssten wir entsprechend ein neues Bein und ein neues Auge dran bauen, wenn wir... Naja, Bein könnten wir... Wir könnten sogar eins herstellen. Bionisches Bein. Vier Hightech-Bauteile. Ne, ich glaube, das kaufe ich, wenn ich die Möglichkeit habe. Das stelle ich nicht her. Ja. Also, die bleibt dann auf jeden Fall hier, weil das gerade ungünstig wäre. Ja. Also, der. Es muss eigentlich eine ziemlich schnelle Aktion sein. Müssen wir von hier oben runter schießen. Dann kommen die alle nach und wir müssen dann quasi von unten ran das Ding kaputt schießen. Na, bleiben wir erstmal da. Da ist jetzt einer mit einem Laser. Der kommt auch nach vorne. Jetzt dreh dich um. Lauf, 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 lauf. Das war jetzt so eigentlich nicht geplant. Besucher. Aha. Lauf, 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 lauf. Okay, ich habe, glaube ich, das Ding nicht getroffen. Die sind da, Moment, zu weit nördlich. Was ja auch irgendwo logisch ist. Ja, oder ich ziehe die hier durch. Na, aber ich glaube, das könnte da jetzt funktionieren. Naja, es sind einfach zu viele da. Dann probieren wir es unten rum.
Hund. Dann müssen wir den zurückschicken, weil das kann ich mir nicht erlauben, dass der hier durchdreht. Wieso schwer? Wer ist denn jetzt noch? Salinas. Shit. Autsch. Naja, ist aber noch in Ordnung. Ja, wieso trifft denn der nicht? Solange wie ich da nicht treffe, wird das natürlich nichts. Wie schnell sind die eigentlich unterwegs? 4,9. Kevin, handle. Das sieht ganz gut aus da gerade. Der eine. Bauteil, Medizin und. Wir nehmen dein ganzes Geld mit. Mhm. Ja, es will einfach nicht klappen. Die decken das nach oben hin zu gut ab. Was ich machen könnte, wäre eventuell Salinas Mörser bemannen und dann schießen wir da mal was drauf und guck mal, was da passiert. Sollten wir hier wahrscheinlich schon mal die Füße in die Hand nehmen. Pum. Sieht gut aus. Na, leider nicht. Wir nehmen jetzt mal EMP-Granaten. Mhm, wunderbar. Die kommen von Süden. Wahrscheinlich ist das jetzt gerade etwas unpassend oder beziehungsweise bin ich da jetzt zu langsam für.
ja, gerade keine gute Rüstung, aber... Das ist schon... Ja. Ne, die laufen da links vorbei. Das funktioniert nicht. Aha, da habe ich getroffen. Glaube ich. Das war nix. Aha. Ah, da kommt aber noch eins. Stun. Ja. Dann können wir mal gucken, wie lange das hält. Oh. Das Dumme ist jetzt, dass die ja in beide Richtungen... Die sollten da jetzt gerade hin. Ja, immer Kevin. Jo, dann werden die schön kämpfen. Ah, die fahren wieder zurück. Das sind aber jetzt gerade. Ja, gerade Nahkämpfer, wenn ich also schnell genug bin. Sehr gut. Naja, das ist jetzt nur einer. Der hier hat eine verhältnismäßig gute Ausrüstung. Okay. Sehr gut. So, jetzt schnell hier unten vorbei. So. Die werden halt noch ein Stück dann weiterlaufen. Sobald ich das Ding angreife, denken die, dass es meine Basis ist, die die angreift.
So. Okay. Verlassen die Kolonie. Oh oh. Die ziehen nach unten runter. Dann funktioniert das nicht. Im Gegenteil, das könnte dann sein, dass ich hier jetzt ein Problem bekomme. Ne, die drehen ab. Wunderbar. Aber halt leider nicht schnell genug. Vielleicht. Aber da habe ich jetzt... Doch, ich habe noch Geschosse. Haben wir noch irgendwen, der hier... Kevin. Mann. Wenn wir das nochmal treffen, könnten wir sie nochmal wegschicken. Naja, aber die haben jetzt auch alle schon Zusammenbruch schwer. Nicht optimal. Schießt der auch noch? Ah. Mhm. Ja, shit. Das kann ich erstmal vergessen. Der kann das zwar neu aufladen. Aber da muss ich leider erstmal, ja, rasten quasi. Dem fehlt ein Kopf. Moment, dann nehmen wir mal hier noch ein paar Sachen mit. Mahlzeit. Schrotflinte. Mahlzeit. Jo. Bams. Oh, okay. Jetzt kommen sie. Aber die drehen aber jetzt hier auch gleich wieder ab. Also es ist, ja... Hunger, ja. Na gut, hier kann ich aber sogar ohne Gefahr einsammeln. Es ist weit genug weg. Kevin braucht das nicht mehr bemannen. Ja, da müssen wir mal gerade. Salinas braucht Entspannung. Mhm.
Ruhe und Entspannung. Dukri. Der braucht Ruhe und Entspannung. Der kann, der steht, ist jetzt sowieso im Bett, okay. Der ist top. Ruhe und Entspannung für Grunt. Ah, hat er sowieso. Da ist alles in Ordnung. Wobei, Ruhe und Entspannung kann er auch brauchen. Wo ist er? Okay. Zeno braucht Entspannung. Kavön braucht Ruhe. Ja, und die beiden sind ja außen vor. Ja, das ist natürlich jetzt hier ungünstig. Sollten offen bleiben. Die bräuchten langsam auch mal wieder neue Nahrung. Das hier können wir auch jetzt wieder schlachten. Ja, der ist ziemlich im Eim. Ne, die Stimmung ist hier okay. Der braucht Entspannung und ist gerade noch am Schlafen. Das passt. Ist leckere Mahlzeit. Buck. Das einfach mal so weiter bei denen. Und dann werden wir das gleich. Wir sind jetzt schon bei 16 Uhr. Dann lässt es auch direkt bleiben. Okay. Ein bisschen wenig Schlaf drin. So. So, dann probieren wir es nochmal. Ne, der muss sich entspannen. Zeno. Jo, und der kann das hier wieder bemannen. Wieso hängt denn der da unten? Das ist das Einzige, was sich mir jetzt so gar nicht erschließt.
Sind jetzt zu viert da unten. Feuer. Keine Ahnung, wo der eingeschlagen ist, aber nicht bei den Gegnern. Dieses dämliche Ding nicht. Sekunden. Mir nutzt es halt eigentlich nichts, da nun einzelnen rauszubekommen. Ich bräuchte die alle. Kommt wieder einer nach oben gerast. Sieht gut aus. Ne. Grunt? Ah, okay, der hat jetzt auch eine ähnlich bescheuerte Idee. Naja, okay, der geht halt gegen Felsen. Das kann nicht funktionieren. Vielleicht sollte ich da oben einfach einmal durchbuddeln. Zu dünn. Yes! Getroffen. Aber immer noch nicht alle. Das sieht aber ganz okay aus. Ich glaube, der geht mal nach oben.
Jo. Der holt die nächste. Okay, die müssen jetzt auf jeden Fall umdrehen. Der ist verletzt, aber es wäre natürlich im Nahkampf trotzdem absolut verheerend. Die sind leider hier gerade alle offen. Auf 55 runter. Tod in 13. Shit. Ja, da kommen sie. Na, wobei, mit denen sollte das machbar sein. Zumal am Schluss ja auch noch Fallen da stehen, das könnte schon klappen. Nur, solange wie die im Kampf sind, ich muss hier, wenn die gleich da vorbei sind, muss ich kurz durchrushen. Ja, jetzt. Ah, shit, da hinten ist noch einer. Der muss eigentlich diese Türen zubekommen. Der ist verletzt. Das ist halt leider nicht ausreichend. Eventuell. Ja, fix rüber. Das nutzt halt leider nichts, diese Tür. Die hier wäre entscheidend. Oder da wäre zumindest eine Falle. Aha. Seltene Trumbos. Dann habe ich gerade andere Probleme. Feuer. Der braucht aber dann nicht mehr schießen. Okay. Dann zerlegen wir den. Der hat keine Waffe mehr. Das war eigentlich auch so ein Schütze. Ja, und der hat hier so ein kleines Problem. Der ist auch fast im Eimer.
Ja, viele sind das nicht mehr. Fergie hat keine gescheite Waffe. Salinas, die sind alle hier unten. Wäre verärgert. Na komm. Da muss der seine Rüstung da gerade ausziehen. Der hat die Waffe abgeschossen bekommen. Inventar. Energierüstung fallen lassen. Das dauert zu lang. Blub, blub, der hält leider noch extrem viel aus. Sind immerhin keine Menschenjäger. Der letzte wird das Problem sein, weil der eine andere Waffe hat. Der würde die entsprechend sprengen können. Was macht er denn da? Drauf gegangen. Naja, die müssen da jetzt eigentlich weiter. Ja, genau das habe ich befürchtet. Nächste weg. Plim, 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 plim. Ist der auch kaputt? Der ist fertig. Okay, wunderbar. Dann schnell dahin. Isel kann auch schon mal dahin. Okay, wunderbar. Jetzt haben wir nur noch den. Shit. Okay, der wird gesprengt. Nee, das ist der. Na gut, der sprengt den jetzt wahrscheinlich mit. Nee, der hat das sogar gelöscht. Okay, der hält nicht mehr viel aus, aber sauber. Okay. Haben wir es geschafft? Tragen von Truthahn. Okay, dann essen wir das und dann Tragen von Truthahn. Oh, da ist noch einer. Bin ich an dem vorbeigelaufen?
Aha. Erstmal zu Ende. So. Mhm. Ja, das hat sich insgesamt wahrscheinlich eher gelohnt. Bewusstlos. Okay. Ja, der sollte auf jeden Fall noch da. Und behandeln. Da haben wir vielleicht ein bisschen übertrieben mit dem Schlachtekreatur. Strom. Zip. Die sollten aber auch eigentlich genau mit dem dahinter angebunden sein. Wie sieht's mit dem aus? Wird so langsam. Okay, habe ich irgendwen da unten? Die habe ich in der Pampa stehen. Oh shit. Aha. Der ist schnell, richtig? 5,5. Der hat ein Schwert. Ich muss wahrscheinlich. Na, es sind jetzt ein paar Sachen gleichzeitig. Oh, da haben wir auch noch einen. Das ist wahrscheinlich schneller. Lass mal den da auch noch hinlaufen. Neo. Kann knapp werden, aber das hier ist wahrscheinlich noch
knapper. Andererseits, wenn wir da reinkommen... Ja, naja, versuchen wir. Bitte, 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 bitte. Ja. Tür. Tür. Aha. So. Wunderbar, den haben wir getroffen. Jetzt hier rüber. Wie sieht's hier oben aus? Ach shit, die Tür ist natürlich jetzt auch zu. Okay, aber das oben, das passt ja auch. Der hier unten macht mir eigentlich am meisten Sorgen. Der ist zu schnell. Ja, habe ich eigentlich nur eine Chance, mit einem überhaupt vorbeizukommen. Okay, und die hier sollten sich jetzt entsprechend bereit machen. Das machen wir mal verbieten. Das hier sollte eigentlich kein großes Problem sein. Die werde ich nicht retten, also den Zeno werde ich wohl nicht retten können. Immer noch eine hohe Geschwindigkeit. Die Rüstung hilft halt. Ja, Behandlung benötigt. Oh, den habe ich aber ausgewichen. Naja, ich kann den halt möglichst nah ranholen, damit ich den danach nicht so weit tragen muss. Das ist das Einzige, was ich ja erreichen kann, falls sie den nicht sofort töten. Oh, der hier ist schon im Eimer. Der hier zieht Leine.
Na, der wird jetzt umfallen. Linker Daumen abgeschlagen. Ja, selbst durch diese Fallen kann ich den nicht locken. Der hier ist aber auch problematisch. Ah ja, komm da wieder. Bewusstlos, ja. Wie lange hält er jetzt noch? Okay, das passt. Falls der nicht sogar schon an den Pfeilen drauf geht. Ne, der kommt auf jeden Fall da durch. Okay. Jo. Der ist ja, naja, leicht verletzt. Mach meine ganzen Wallen kaputt. Vermutlich ist es aber keine gute Idee, da dem entgegenzulaufen. Es sei denn, er fällt da jetzt um. Okay. So, du musst den retten. Du bist auch näher dran als Izel. Und das hier machen wir wieder an. Verwirrung. Wurscht. Die bleiben offen. Mhm. Hack, 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 hack. Er wird Alpha Trumbo tot zerstören. Was? Das war ja ein toller Wutanfall. Verstehe ich gerade nicht. Ach, der ist bewusstlos geworden. Also einfach nur. Ja, müde. Tot. Aha. Kevin. Ist einfache Mahlzeit. Du kannst eigentlich dann nach Hause. Wir haben 0 Uhr. Wieso will denn der jetzt... Okay, weil die direkt in der Nähe liegt. Puh, nochmal alles gut gegangen. Also, dann wollen wir die mal wieder aufbauen.
Das sieht falsch aus. Achso, das ist wegen dem Schnee. Mhm. Gut, gut. Da können wir noch eine Menge mehr von bauen. Stört ja auch nicht davon, direkt ein Lager zu haben. Solange wie wir da diese Insektengrütze noch haben. Aber ich würde es echt mal begrüßen, wenn hier mal Händler vorbeikommen würden, die mir Metall vorbeibringen. Naja. Dorothy. Shit. Das finde ich etwas blöd, dass diese Gegner da nicht dann automatisch von alle möglichen angegriffen werden. Naja, das hält auch nicht mehr ewig. Mhm. Den hier müssen wir mitnehmen. Die holen wahrscheinlich jetzt sogar Steine. Ja. Marmor. Ja, wir haben 0 und wollen 800. Dann müssen wir hier ein bisschen was stehen lassen. Die wir sind immer noch am Marmor-Dingens bauen, oder? Ja, Marmor-Schlagfalle. Abbrechen. Das hier sind auch Marmor-Schlagfallen. Mhm. Pausieren wir das mal. Und dann Sicherheit, Kalkstein fallen.
Da haben wir zumindest noch ein bisschen mehr von. So, machen wir erstmal nur bis da. Und das hier sollten wir wahrscheinlich zum Heimatgebiet machen. Um das auch mit zu reparieren. So. Mhm. Ja, das hier könnte eventuell eine schlechte Idee gewesen sein. Jetzt müssten wir den eventuell hier nach vorne drücken. Na gut. Dann werde ich hier auch Vorratskapsel, Moment, das gucken wir uns gerade noch an. Nahrung. Holen wir uns da mal gerade ab. Jo. Und tragen. Und noch ein dritter. Grunt. Tragen. So. Und weiter schauen wir dann beim nächsten Mal. Es geht im Moment nicht so wirklich vorwärts. Das Spiel bombardiert mich gerade hier doch ziemlich hart mit Angriffen. Ich meine, der letzte war mit dem Tieren, das war jetzt nicht so wahnsinnig. Wahnsinnig kritisch. Aber der Käferbefall und diese Landungen, die waren schon ziemlich fies. Ja, müssen wir mal schauen. Wir müssen noch mal gucken, dass wir hier mal wieder an Rüstungen kommen, Rüstungen neu bauen können. Aber es kommen auch einfach zu wenig Händler vorbei. Wir können halt, Moment. Wo ist er, Kevin? Ich kann ja mal. Ach, shit, den habe ich ja hier oben hingesetzt. Ja, ne, gucken wir uns beim nächsten Mal weiter an. Ja, ich müsste mal wieder eine Karawane rüberschicken. Wir haben halt vor allen Dingen Leder und Bärenfell gedöns. Vielleicht können wir da wieder was einhandeln. Machen wir mal eine neue Karawane. Hier das Insektengelee haben wir ja auch noch. Und Geld habe ich ja auch wie Heu. Aber ich kann halt damit nichts anfangen. Ich weiß auch nicht, ob ich eventuell einfach weiter wegreisen sollte. Aber die nächsten, die sind halt schon auch ziemlich weit entfernt. Naja, das hier sind wahrscheinlich 3 Tage oder sowas, 4. Aber das ist ja auch schon nicht wenig. Mal da angegriffen werden, sind wir ziemlich im Arsch. Na gut, ja, schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis denne.